Hallo und herzlich willkommen endlich wieder zu World of Tanks Blitz mit Staffel 2. Einen Tag lang hat es gedauert. Jetzt mache ich wieder ein neues Video. Oh, ich habe 150 Gold. Seit wann denn das? Habe ich die schon immer oder? Seit wann habe ich denn 150 Gold? Oh mein Gott. Muss jetzt nur mal schnell die Einstellungen. Das ist, ich hatte nämlich auch gestern auf hoch gespielt. So. Und ja. Das reicht auch, die Qualität. Ja. Ich möchte jetzt erstmal die Valentine weiterspielen. Weil ich da ja den 1500 brauche ich dafür noch. Okay. Ja. Müsste jetzt, ja, das ist jetzt Folge 8 von Staffel 2. Und ja. Da bin ich mal gespannt, wie das alles so wird. Bin natürlich mal wieder schlecht, obwohl das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich schlechtester bin, weil da muss ich nämlich nicht ganz in den Vordergrund, obwohl die Su 85B auch nicht nach vorne fahren wird wahrscheinlich. Also ich fand den Alektor schon immer gut. Was mache ich denn hier? Fahre ich alleine jetzt da hoch oder was? Oh, das Steuerkreuz funktioniert mal wieder nicht. So wie es sein soll. Diese Hänger, die nerven richtig dermaßen übel. Besonders dann auch, ich glaube, das kann man das noch größer machen, das Steuerkreuz. Ich bin mir da nicht so sicher. Boah, wie der Panzer sich anhört. Drrr. Drrr. So. Was ich nicht hoffe, aber was ich glaube, Mist. Jetzt kommt der Alekto nämlich hier durch. Oh, noch nicht mal sein. Och nö. Ich komme bei dem Ding einfach nicht durch. Fahre ich jetzt irgendwo hoch? Ja, ich war mir klar, hätte ich auch nichts machen können. Also da hätte ich nichts machen können. Dafür bin ich einfach zu schlecht. Aber wahrscheinlich gewinnen wir das.
Und ich hasse, wenn man ein Match gewinnt, wo ich kaum was gemacht habe. Ah, ist das scheiße. Ein Stück mal fahren. Gewonnen. Also, boah, scheiße. Und nur 142. Ah. Genau deswegen regt mich das so auf, weil ich hätte, wenn ich gut gespielt hätte, locker wahrscheinlich. Also, nie wieder fahre ich da hoch. Auf den Berg. Ich fahre nur noch andersrum. Irgendwie gefallen mir die ganzen Maps nicht. Außer Minen gefällt mir keine Map bei dem WoT. Ich weiß es nicht. Gefällt mir einfach keine. Wenn ich es einfach irgendwie nicht hinkriege. Ich bin so blöd dazu, die zu spielen, glaube ich. Bei der Map habe ich gedacht, ich könnte vielleicht. Ich könnte vielleicht. Vielleicht mag ich die Map. Aber. Ich mag sie auch nicht, weil da zu viele Häuser und sowas ist. Und das ist gar nicht gut. Das ist scheiße. So. Oh, hier ist ja die Basis. Ah. Und nun. Kann man hier stehen irgendwie? Ich weiß ja nicht. Ich habe zwar hier die Basis im Blick und hier oben das, aber ich weiß ja nicht, wo die Gegner langfahren. Da ist ein Baum umgefallen. Ah, wenn wir jetzt noch einen Scout hätten, der schön da hinten langfahren würde. Oh, also fahren die da oben, kommen die da oben lang. Ah, es ist die Kette kaputt. Und die Kette nochmal kaputt. Kaputt. Ah, ich hasse dieses Hängen. Ah, Scheiße. Oh, okay. Oh! Was ist denn das für ein Scheiß? Oh, das war aber gewa. Oh. Ach du Scheiße, was hat denn für eine Flugbahn? Ah, ich hätte die Patrone für ihn aufheben müssen. Können. Ach nö, das gibt's doch nicht. Das kann's doch nicht geben. So. Bam! So, der Crusader, der kann ganz schön was ausrichten. Aber wenn ich da jetzt hinfahre, dann sind da. Oh nö. Mit dem Ernst. Scheiße. Scheiße. So, weg damit. Der M3 Lee. Einmal angedonnert. Hinter mir ist der Dämmelpanzer. Wird wahrscheinlich hier bald ankommen. Oh Gott. Oh. Ich gewinne das bestimmt nicht. Okay, könnte. Ah. Oh, da habe ich aber durch den durchgeschossen. Ja toll, was bringt mir das, wenn der jetzt mich platt macht? Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Boah, ich würde jetzt am liebsten der irgendwas schreiben. Was ganz fieses, sowas wie FUCK oder so und dann ein U dahinter.
Hat mich aber angestrengt und es hat trotzdem nichts gebracht. So, nochmal. Ich weiß auch nicht, irgendwie regt mich immer in letzter Zeit bei dem Spiel alles auf. Wahrscheinlich kann ich es einfach nur nicht. Wie schon tausendmal gedacht. Ich habe immer so eine negative Einstellung. Wenn ich tot bin, wenn ich kaputt bin, dann bin ich halt kaputt. Und das ist ja nicht meine Schuld, sondern die Schuld der Gegner. Reine Schuld der Gegner eigentlich. Weil die mich ja kaputt machen. Und da kann ich ja nichts für, wenn die mich kaputt machen. Deshalb sind die Gegner schuld, wenn ich sterbe. Brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. Ich versuch's jetzt mal hier. Warte mal, wenn ich jetzt... Da kann mich schon mal keiner abschießen von da. Okay. Mal sehen, wenn ich hoffe natürlich, die sind hier ganz vorne mit dabei und dann... Warte mal. Komme ich nicht dran. Habe ich die Basis im Blick? Nicht so wirklich, ne? So. Weil wenn ich hier vom Stein weggehe, bin ich auch von rechts ungeschützt. Aber wenn ich sterbe, dann ist ja eh... Das ist dann trotzdem sowieso die Schuld von den Gegnern. Das rede ich mir jetzt noch ein paar Mal ein und dann glaube ich sogar. Oha. Ohio. Oh, das war klar, das... Oh! Oh! Wow, 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 wow. Ach du Alter. Jungs. Was seid ihr denn für brutale Typen? Hab ich... Hä? Wieso kann ich den denn abfackeln, wenn ich an seine Kette schieße? Das frage ich mich. Wie funktioniert das wohl? Oh. Oh Gott. Oh nö. Was? Oh. Oh, kann mich da mal jemand ablösen, bitte? Oh nö. Komm. Oh ne. Oh! Mann, nie wieder zoome ich raus, wenn da ein Gegner an mir dran ist. Nie wieder. Was ist das für ein scheiß Geräusch? Was ist das? Was zur Hölle ist das? Oh, den hätte ich so geil gekriegt, ey. Schön von der Seite einen reingeprügelt, da wäre der weg gewesen. Das war 155. Ich schaffe 200 Schaden mit dem Teil. 200. Boah, das nervt. So. Ich hätte 200 Schaden, hätte ich mit dem reinprügeln können, ey. Was mach ich? Ja, schieß, wenn da schon einer... Oh Gott. Mann, das ärgert mich. Aber ich bin nicht schuld, das sind die Gegner.
Die Gegner sind schuld, wenn ich kaputt gehe. So. Jedenfalls der, der mich da tötet, der ist schuld. Ach, der ist sogar AFK. Okay, doch nicht. Warum steht er da so mitten? Oh! Das ist aber sehr gut. Das ist aber total genial. Das ist total gut, ist das. Daneben Semmel, ach du Scheiß, habe ich auch noch nie gesehen. Okay, das schaffe ich auch. Jetzt fahr vor und was hat denn der für eine Gun drauf? Das ist doch die Top Gun mit Sicherheit. Hey. Okay. Oh. Dieses die, beim nächsten Mal versuche ich den Bagger als erstes kaputt zu machen. Vielleicht ist der dann leise. Das ist wahrscheinlich der Bagger gewesen. Na, siehste. Genau deswegen mag ich es, wenn ich bei Siegen noch gut dabei bin. Und nun? 24.000 habe ich. Alter, da fehlt mir. Oh Gott, der Kaufpreis ist gerade ausgesunken. Aber 31.000, das schaffe ich heute nicht. Das schaffe ich nicht zu machen. Heute 24.000 in 28 Minuten gibt es zwei Fahrerfahrungen wieder. Dann spiele ich den noch mal. Dann wird es halt heute eine lange Folge. Kann ich aber auch nichts für, glaube ich. Und ja, Festung der Werft, da verzweifle ich auch immer. Das Verbrauchsmaterial, automatisches Feuerlöschsystem, löscht das Feuer. Ich hab nicht gewusst, dass ein Feuerlöscher Feuer löscht. Oh mein Gott! Hier habe ich ja alles drin. Ist das ein automatisches oder ist das kein Feuer entdeckt? Feuerlöscher nicht benötigt. Keine medizinische Hilfe benötigt. Niemand verletzt. Oh, ich hasse diese Hänger. Ich weiß nicht, wie ich die wegkriege. Verdammt. Ob die an dem Spiel liegen oder ob das jetzt mit meinem, aber wahrscheinlich mit meinem Tablet. Okay, keine gute Position. Keine gute Position. Autsch. Keine gute Position. Wo stelle ich mich dann hin? Ich könnte versuchen, echt hier die Stellung zu halten. Aber ich könnte auch versuchen, weiterzufahren. Aber hier ist ein schöner Platz. Oh. Aber da hinten, da ist alles los. Also, da sind 4 von den 6. Ich weiß ja nicht, wo die anderen 2 sind. Aber, komm. Ich bin zwar zu langsam bis dahin, aber... Ich hätte auch dahin fahren sollen, scheiße. Ich hätte es auch von hinten versuchen können, aber dafür bin ich nicht so schlecht. Oh Gott. Mann. Ich glaube, ich löse das alles mal so ein bisschen auf, indem ich mal so ein Stück weit wenigstens in die Basis fahre. Das ist ein bisschen... Oh Gott. Och Gott, das wird aber da scheiße hier. Ich sehe das da schon kommen. Ja, gegen alles kann ich mich auch nicht wehren. Dreck. Jetzt von hinten auch noch oder was? Das gibt's doch nicht. Jo, noch mehr. Oder was? Wollt ihr noch eure Nachbarn einladen oder was? Na, das war aber dann so eine scheiß Runde, ey.
Das war aber da so ein Scheiß. Das war doch auch wieder so ein Müll. Ich habe zwar als letzter noch gelebt, aber habe auch nichts hingekriegt. Okay. Naja, egal. Ist ja nur ein Spiel und ein Spiel muss Spaß machen und nicht dazu da sein, auszurasten oder sonst was. Deswegen denke ich mir mal, was mache ich jetzt? Soll ich noch eine Folge? Oder ich mache, lasse einfach das länger. Also so, dass ich einfach bei irgendwie so eine Stundenfolge mache. Och, ich hätte da nichts gegen, aber mein Tablet, ich weiß nicht, wie viel Speicherplatz das dann einnimmt. Also 1 Gigabyte habe ich mit Sicherheit jetzt schon beim Aufnehmen. Wasserqualität. Wasserqualität brauche ich eigentlich gar nicht. Panzerqualität kann hoch. Aber dafür kann die Objekt-Terrain-Effekt-Qualität im Spiel kann weg. Zeichenentfernung abhängig von der Objektentfernung. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Objektqualität. Ach komm, mache ich das hoch. Einstellungen speichern. So, dann sehen die Panzer trotzdem noch geil aus, aber das Wichtigste ist jetzt schon mal weg. Das gibt es doch nicht. Da schießen die mich einfach knallblütig ab. Ich hätte denen schreiben sollen, dass ich mal gewinnen will oder so. Und dann hätte ich auch gewonnen, aber jetzt zu spät. Oh, die Map, die mag ich. Die Map, die mag ich. Ja, gut. Wenn ich jetzt mal weiß, wo ich hinfahre am besten. Hier werde ich abgeknallt, da hinten werde ich abgeknallt, überall werde ich abgeknallt. Ich könnte mich hier ein bisschen so schräg hinstellen, Köpfchen nach draußen. Aber ob das auch so eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht. Das Einzige, was ich hoffe, dass die hier über den Berg drüber kommen und uns angreifen wollen. Also, ich hoffe es zwar nicht. Ich hoffe, sie geben sich geschlagen, aber wäre zum Vorteil, würde ich mal sagen. Der steht richtig. Oh, 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 schön. Wo habe ich jetzt hingeschossen? Wo habe ich hingeschossen? Alter, wo schießt der hin? Ich sehe die Kugel gar nicht. Jetzt habe ich die gesehen. Aber jetzt steht er natürlich so dämlich da. Schön. Ich glaube, das ist irgendwie die Effektqualität, dass ich jetzt die Kugel nicht sehen kann. So, da oben kommt er jetzt. Da oben steht jetzt einer, aber wir haben keinen, der das aufscoutet. Ach doch, hier kommt. Ölwanne oder so getroffen. Muss das sein? Och, im Ernst. So. Jetzt weiß ich nicht, wo ich jetzt, was ich jetzt tun soll. Jetzt kommt von da noch einer, ein Stück sogar.
Und da kommt ein Hetzer und da oben ist noch etwas. Also ich merke schon, ich kann mit dem Android-Spiel nicht so gut umgehen. Ich könnte mich mit dem Covenanter zusammen irgendwie. Oh Gott. Ah! Mann! Okay, hab keinen Bock mehr zu spielen. Also, viel Spaß trotzdem beim Gucken, auch wenn ich mich ziemlich aufrege über alles, und ich alles nicht kann, trotzdem tschüss und so, tschüss, ne?